Was war jetzt Rekursion? Das ist ein Bild von der Wikipedia-Seite und das ist jetzt ein Beispiel für Rekursion. Da muss man natürlich erstmal jetzt drauf kommen, wo man da gucken muss. Aber die Frau hat tatsächlich die Dose auf dem Tablett stehen mit sich selber. Ja, und wenn wir da jetzt reinzoomen, dann steht da noch eine Dose. Ja, das ist also so ähnlich wie in solchen M.C. Escher-Bildern, wo sich das ganze Bild nochmal wiederholt im Bild. Manchmal vielleicht auch leicht abgeändert. Ja. Und das Ganze ist sozusagen so eine Form von Rekursion. Ein Bild, was sich sozusagen selber als Inhalt hat. Okay, vergleichen wir das jetzt mit der Collatz-Funktion. Da sehen Sie auch, der Body der Funktion Collatz sozusagen enthält sich selber als Aufruf. Ja, die Funktion wird also durch sich selber irgendwie definiert. Ja, das ist erstmal natürlich toll, ja, aber die Frage ist, warum funktioniert das dann? Warum hört das denn dann irgendwann überhaupt auf? Das ruft sich ja immer wieder selber auf und dafür ist der sogenannte Base Case zuständig, der Basisfall. Ja, das ist hier oben. Wenn x gleich 1 ist, dann rufe ich mich nicht selber wieder auf, sondern dann stoppe ich und gebe einfach das aktuelle x zurück. Das wird natürlich dann gleich 1 sein. Insofern ist es ein bisschen langweilig in dieser Funktion. Ja. Aber die Funktion, wenn ich sie jetzt mit irgendeiner anderen Zahl aufrufe, 21 zum Beispiel, dann ist es halt nicht gleich 1. Das heißt, ich checke die nächste Stelle. Ist auch nicht durch 2 teilbar. Dann checke ich die nächste Stelle. Dann rufe ich mich selber nochmal auf mit dem Input 21 mal 3 plus 1 sind 54. Und so weiter und so fort. Und die Funktion ruft sich dann immer selber wieder auf und erzeugt damit so eine Sequenz von Zahlen. Und am Ende kommt hoffentlich 1 raus. Wenn nicht 1 raufkommt, dann wird diese Funktion sozusagen unendlich weiterlaufen. Ja? Das heißt also, eine rekursive Funktion ruft sich selber auf. Ja, das heißt rekursiv. Was daran jetzt faszinierend ist, wenn man Mathematiker ist, dann schreibt man sowas einfach mal so hin auf ein Blatt Papier und sagt, naja gut, die Funktion ist irgendwie über sich selber definiert. Wenn man das aber programmieren will, ist das ja schon ein bisschen schwierig, weil woher weiß denn der Computer an dieser Stelle, Collatz, was zu tun ist? Weil die Funktion ist ja noch gar nicht definiert. Die Definition ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Ja? Das heißt also, die Definition benutzt sich schon selber, bevor sie überhaupt als Funktion irgendwie erzeugt ist. Aber die Compiler-Spezialisten, die Leute, die also das irgendwie so Programmiersprachen entwickeln, die haben das irgendwie hingekriegt, dass eine Funktion sich aufrufen kann. Im Wesentlichen wird ja jetzt ja so eine Funktion im Speicher irgendwo erzeugt im Computer. Und wenn ich jetzt an die Stelle in den Speicher reinspringe, dann wird die Funktion ausgeführt. Das heißt, an dieser Stelle muss ich mir sozusagen nur merken, wo die Funktion hinterher im Speicher liegt und da springe ich dann hinterher hin. Ja, was dann dahinter liegen wird an der Stelle im Speicher, ergibt sich erst, wenn der Compiler sozusagen die ganze Funktion gelesen hat. Ja, aber irgendwie lässt sich das also realisieren. Warum wird es abbrechen? Das nochmal zur Wiederholung, weil es diesen Basisfall gibt. Und in diesem Fall ist x gleich 1 der Basisfall. Okay, das ist also ganz wichtig. Aber jetzt kommt hier noch ein weiteres Beispiel. Das typische Beispiel ist immer die Factorial Function. Ja, ich habe die, glaube ich, in der letzten Veranstaltung Faculty Function genannt, was völlig falsch ist. Also die heißt Factorial Function. Und die Funktion ist folgendermaßen definiert. Für 1 kommt 1 raus, für 2 kommt einmal 2 raus und so weiter. Das ist also das Produkt aller Zahlen von 1 bis n, das ist die Factorial Function. Wo braucht man die? Die braucht man in der Stochastik, bei den Wahrscheinlichkeiten, wenn man irgendwas ausrechnen will. Wie viele Möglichkeiten gibt es, dass sie ein bestimmtes Doppelkopfblatt auf die Hand bekommen oder sowas? Dann brauchen sie diese Funktion irgendwie. Ja? Weil das gibt im Prinzip die Anzahl der Reihenfolgen, dass eine bestimmte Kartenreihenfolge ist. Zum Beispiel, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, die 52 Blätter, also ein 52-Blatt-Kartenspiel zu mischen? Es werden 52 Fakultät sein auf Deutsch oder auf Englisch 52 Factorial. Ja, also für die erste Karte habe ich 52 Möglichkeiten, für die nächste habe ich 51 und so weiter. Ist also eine ganz wichtige Funktion. Wenn man sich jetzt das hier anguckt, dann sieht man da so ein Muster. Und zwar, dass ich, wenn ich die dritte definiere, dann habe ich im Prinzip das Ergebnis der zweiten benutzt. Das heißt, eine andere Art, das zu schreiben, ist, ich nehme das Ergebnis der von f von 2 und multipliziere das einfach noch mit 3. Ja, und da sehen Sie also, das ist also auch eine rekursiv definierte Funktion in der Mathematik. Insbesondere für f von n ist das also f von n minus 1 mal n. Ja, das ist also so definiert. Das ist natürlich schön, freut man sich jetzt als Informatiker, wenn man sozusagen möglichst nah an der mathematischen Definition ist hier. Weil dann ist es irgendwie schick und schön kurz und leicht verständlich. Und tatsächlich ist der Computercode genau das,
Ich habe also den Basisfall, wo ich checken muss, ob n gleich 1 ist, dann kommt einfach die 1 zurück. Ja? Und ich habe den Fall, wenn n größer als 1 ist, dann ist sozusagen f von n minus 1 mal n das Ergebnis. Und da wird die Funktion selber wieder aufgerufen. Ja, jetzt, wenn man jetzt kritisch sein will, ist das keine super duper Implementierung, weil was passiert denn, wenn ich das mit f von minus 5 aufrufe oder sowas? Ja? Dann fängt er auch an zu rechnen und hört nie auf, weil er nie in diesem Fall n gleich 1 reinkommt. Ja? Da muss man natürlich aufpassen, die minus 5 wird halt immer wieder einer abgezogen, dann minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 und so weiter und das wird fleißig multipliziert, aber ich bin nie am Ende. Das ist jetzt halt die Definition für jemanden, der sie dann auch nur aufruft auf den ganzen Zahlen, die positiv sind. Ja? Sonst müsste ich hier noch checken, idealerweise würde ich hier schreiben, wenn n kleiner gleich 1 ist, dann kommt eine 1 zurück und dann wäre ich auf der sicheren Seite. Ja? Das muss uns jetzt aber nicht interessieren. Im Wesentlichen ist das jetzt eine Implementierung dieser mathematischen Funktion, einer rekursiven Funktion. Gut, Collatz using recursion, das hier war nochmal die Definition. Da nur als Conjecture, wie gesagt, die Zahlen werden jetzt hier zwischendurch ja gar nicht ausgegeben, aber die Hypothese ist, dass die Funktion immer irgendwann bei der 1 anlangt. Ja? Und wenn das so ist, dann wird die Funktion also terminieren, wie man sagt, also irgendwann beendet sein, egal welche positive Integerzahl ich hier reinstecke. Ja? Und es wurde noch nicht bewiesen und so weiter und so fort. Lesen Sie sich das mal auf der Collatz-Conjecture-Seite durch bei Wikipedia, da ist das alles wunderbar erklärt. Ja? Das ist so ein schönes Thema, was man so abends am Kamin, da holt man nochmal seinen Computer raus und dann liest man noch ein bisschen was über die Collatz-Conjecture und fängt an zu schreiben und zu beweisen. Ja? Das ist also was für abends. Gut, soweit so gut. Ich hoffe, die Rekursion ist damit ungefähr verstanden. Ja? Also im Wesentlichen müssen Sie sich nur merken, Funktionen, die sich selber aufrufen, sind rekursiv. Und wenn Sie jetzt selber gar keine schreiben, sondern nur Code von anderen Leuten lesen, ja, dann gucken Sie mal, ob immer ein Base Case drin ist, weil sonst kann sein, dass die Sache nicht terminiert. Ja, da sind Sie also schon ein bisschen Expertin dann auch.